Warum herrscht auf der ISS Schwerelosigkeit? Viele meinen, weil die so weit weg ist, im Weltall. Und dort gibt es ja keine Erdanziehungskraft mehr. Aber das ist falsch. Die ISS fliegt in gerade einmal 400 Kilometern Entfernung um die Erde herum. Und dort ist die Anziehungskraft der Erde fast genauso groß wie bei uns auf der Erdoberfläche. Die Erde zieht ja sogar den Mond an und der ist 400.000 Kilometer entfernt. Dass die Astronauten auf der ISS frei herumschweben können, hat einen ganz anderen Grund und das hängt mit dem freien Fall zusammen. Aber das ist nicht ganz einfach. Stellt euch einmal vor, ihr würdet in einem Fahrstuhl ungebremst nach unten sausen. Was würde passieren? Der Boden würde unter euren Füßen praktisch weggerissen werden. Ihr würdet in dieser Fahrstuhlkabine herumpurzeln. Ihr würdet schweben und gleichzeitig fallen. Wir haben das mal in einem Experiment nachgestellt, und zwar in einem gläsernen Fallturm. Steine hier in einem Plexiglaskörper. Und jetzt achtet noch einmal drauf, wo wir uns hier befinden. Hier seht ihr, dass dieser Plexiglaskörper, dass der fällt. Lasst es mal laufen. Seht ihr, man fällt hier nach unten. Und jetzt lassen wir das Gleiche noch einmal laufen. Und jetzt achtet auf die Steine. Sie gehen nach oben und bleiben aber praktisch mehr oder weniger in der Schwebe. Genau das Gleiche passiert übrigens bei einem Parabelflug. In dem Moment, in dem der Pilot beim Steigflug schlagartig den Schub zurücknimmt, fällt das Flugzeug antriebslos noch ein Stück weiter nach oben, bevor es allmählich nach unten kippt und zur Erde zurückfällt. Und genau während dieser Fallkurve herrscht in der Flugzeugkabine im Inneren Schwerelosigkeit. Und die Menschen an Bord schweben immerhin für rund 20 Sekunden. Und jetzt zurück zur ISS. Bei der passiert im Grunde genommen genau das Gleiche. Nur, dass die Parabel nicht so klein ist, sondern sie fliegt mit höherer Geschwindigkeit um die Erde herum. Man könnte auch sagen, sie fällt mit hoher Geschwindigkeit um die Erde herum und das immer wieder. Deshalb herrscht auf der ISS Schwerelosigkeit. Und jetzt, wie immer am Schluss, die Denksportaufgabe für euch. Warum gibt es den freien Fall nicht nur nach unten, sondern auch nach oben? Mein Vorschlag, überzeugt euren Physiklehrer und macht den nächsten Physikunterricht in der Turnhalle. Baut ein Trampolin auf, nehmt eine Küchenwaage und packt einen Apfel oder sonst irgendwas drauf. Und dann springt und guckt mal, was diese Waage anzeigt. Es gibt natürlich auch Apps, die die Beschleunigungskräfte messen. Könnt ihr auch machen. Aber viel Spaß dabei.